In diesem Video geht es um eine Nistkastenkamera und dieses Video ist entstanden durch die Unterstützung der Firma HiCam, die mir diese Kamera zur Verfügung gestellt hat. Details schauen wir uns nach dem Intro direkt an. Heute mal aus ungewohnter Perspektive. Ich stehe an meinem Stehtisch, den ich vor 2 Jahren gebaut habe. Video verlinke ich euch rechts oben im Eck. Die Nistkastenkamera kommt in den Nistkasten, den ich letztes Jahr gebaut habe. Video verlinke ich euch auch rechts oben im Eck und natürlich in der Videobeschreibung. Entstanden ist das Ganze. Ich war auf der Suche nach einer Mikrokamera, die man in einem Nistkasten platzieren kann. Bin dann auf die Produkte von HiCam gestoßen. Die glänzen mit deutschem Support, der auch Sitz in Deutschland hat, mit Lieferung von Ersatzteilen direkt aus Deutschland, mit einem herausragenden Preis und mit einer herausragenden, im Sinne von klein, Größe. Was ich nicht wusste, war, dass die Mikrokamera mit der Bezeichnung MW5 eigentlich nicht für Nistkästen geeignet war und der Fokus von dieser Kamera auf 3 bis 4 Meter fix eingestellt ist. Ich habe die Kamera retourniert. HiCam hat dann mit mir Kontakt aufgenommen aufgrund einer, sage ich mal, negativen Bewertung in Amazon und hat angekündigt, diese MW5 in einer Nistkastenversion rauszubringen, was im Grunde bedeutet, dass nur die Linse auf dem Produkt getauscht werden muss, um einen anderen Fokus herzustellen. Das ist geschehen und diese Kamera wurde mir als Gegenleistung für ein Produktvideo kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das packen wir jetzt aus, das ist noch versiegelt und schauen uns gemeinsam an, was da drinnen ist. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ich schneide mal auf. Und als erstes fliegt uns gleich entgegen ein wichtiger Hinweis: der Kamerakörper kann sich heiß anfühlen, das stellt aber eine Normalität dar. Dann kommen wir zu einer Kurzanleitung für diese MW5 Minikamera und da sind wir auch schon beim Produkt. Dabei ist ein Micro-USB-Kabel. Und die Kamera selbst. Und wir sehen, die Kamera, die Optik, die Linse befindet sich auf einem Flachbandkabel, auf einem ganz dünnen Flachbandkabel. Hier ist der Kamerakörper, die Linse mit Infrarotdioden für die Nachtsicht. Dann haben wir hier die Elektronik mit einem Slot für eine Speicherkarte, mit einem Reset-Knopf, mit einem Ein-Ausschalter und mit dem Anschluss für ein USB-Netzteil zur fixen Stromversorgung. Vorteil bei dieser Kamera: hier ist noch ein 800 mAh Akku integriert, der für 3 Stunden Betriebszeit sorgt, wenn er voll aufgeladen ist. Ansonsten sollte die Kamera fix an einem USB-Netzteil betrieben werden oder mit einer Powerbank, wo man auf 24 Stunden Betriebszeit mit einem 10.000 mAh Akku kommt und mit einem 20.000 mAh Akku auf das Doppelte.
Wer hätte sich das gedacht auf 48 Stunden? Wir schauen uns jetzt noch ein paar technische Details an. Die habe ich mir auf dem Reklameblatt notiert. Der Name des Produkts ist, wie schon gesagt, MW5, und zwar die Nistkastenversion. Die Kamera macht Videos mit 4K Auflösung, trotz der Größe, und ist auch für Nachtsicht aufgrund der Infrarotdioden geeignet. Der Fokus von dieser kleinen Linse ist auf 10 cm eingestellt, das heißt, montiert in einem Nistkasten sollte das ein optimales Bild ergeben. Wechselt man von Nachtsicht auf Tagsicht, beziehungsweise macht die Kamera das automatisch, ist kein mechanischer Ton zu hören. Das ist auch für Nistkästen sicher wichtig, weil, wie wir es von normalen Webcams und Überwachungskameras kennen, machen die jedes Mal Klick, wenn die Infrarotdioden ein- oder ausgeschaltet werden. Der Schacht für die SD-Karte befindet sich bewusst auf dem Elektronikteil, dass man zum Wechseln oder Rausnehmen, Reingeben nicht in den Nistkasten rein muss. Macht auch Sinn. Über den 800 mAh Akku haben wir schon gesprochen. Die Abmessungen vom Kamerateil sind 1,92 cm Breite, 1,2 cm Höhe. Und ja, diese Teile sind 5,5 x 3 cm ungefähr groß, spielt aber keine Rolle, die werden ohnehin außerhalb vom Nistkasten angebracht. Dann haben wir einen Kamerawinkel von 130 Grad. Ist sicher auch ein Vorteil in Nistkästen. Nachtsicht ja, Mikrofon vorhanden ja. Verbindung erfolgt über Netzwerk, über WLAN. Es gibt eine Android-App, eine iOS-App und keine PC-Software. Allerdings ist ein, habe ich vorgesehen, ein RPC-Stream, RTSP-Stream möglich, womit man mit gängigen Tools am PC einen Livestream natürlich auch dort direkt ansehen kann. Bewegungssensor, Notification auf dem Smartphone bei Bewegung, es ist möglich, ein E-Mail mit einem Bild zu senden bei Bewegung. Der SD-Kartenslot unterstützt 128 GB. Es ist leider keine Karte im Lieferumfang enthalten. Und die Spannungsversorgung erfolgt über ein USB-Netzteil bzw. kurzzeitig über diesen Akku. Betriebstemperatur, sicher auch interessant, von minus 10 bis plus 50 Grad. Und ein Jahr Herstellergarantie und wie gesagt, Support und Ersatzteillieferung in Deutschland und direkt aus Deutschland, was auch sicher gut ist. Und jetzt montieren wir den Nistkasten ab. Der hängt hinter der Kamera auf der Hütte, den seht ihr nicht. Und werden diese Kamera da drin montieren. Und dann schauen wir uns am PC bzw. am App an, wie sich das Ganze live darstellt.
Wie man sieht, war dieses Nest schon bebrütet. Die sind ausgezogen, ausgeflogen. Und darum ist es jetzt an der Zeit, die Nistkamera zu montieren. So, mein Plan sieht vor, die Kamera mit Heißkleber hier am Deckel zu befestigen, dass die von oben in den Nistkasten reinsieht. Und das werden wir jetzt einfach kurz ankleben, dann das App runterladen und schauen, wie das Bild ist, wie der Fokus ist und wie das Ganze generell funktioniert. Der Deckel ist so drauf, das heißt, die Kamera muss so hier hin und muss an der Hinterseite etwas hoch stehen, weil der Deckel ja schief ist. Etwas, nicht viel, etwas. So, jetzt kommt der Deckel wieder drauf auf den Nistkasten und dann werde ich das App installieren. Es hängt hier hinten raus, das kann man dann an der Wand einer Hütte irgendwo befestigen oder in ein kleines externes Gehäuse reingeben. In meinem Fall kommt einfach ein Kabel durch die Wand für eine fixe Stromversorgung mit einem USB-Netzteil. So, ich hoffe, man kann das auf meinem Telefon jetzt halbwegs sehen. Die App nennt sich Viva Cam, findet man im App Store, im Google Play Store und auch natürlich im Apple App Store. Ich habe die Kamera jetzt schon eingerichtet und schon gebunden. Das wollte ich euch ersparen, das kann jeder für sich. Es ist ziemlich einfach. Man muss mit der Kamera nur einen QR-Code fotografieren, der während der Einrichtung hier erscheint. Und schon wird die Kamera ins WLAN eingebunden. Das WLAN-Passwort ist einmal einzugeben und das war's dann auch schon. Hier ist jetzt die Kamera. Es gibt diverse mannigfaltige Einstellungen, die man hier treffen kann. Aber hauptsächlich geht es in diesem Video ja um das Bild. Ob das Bild scharf ist im Nistkasten. Den Punkt habe ich ja beim letzten Versuch vermisst. Das ist jetzt das Bild theoretisch
das Live-Bild von der Kamera im Nistkasten. Ja, das ist der Vorführeffekt, glaube ich. Ja. Hier haben wir jetzt das Live-Bild. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Es ist dunkel, ich habe das Einflugloch zugeklebt. Die Infrarot-LED ist jetzt abgeschaltet. Also das ist das Bild, was man tatsächlich ohne Beleuchtung zu sehen bekommt. Und wie man sieht, dieses Heu, dieses Gemüse, was die Vögel beim letzten Nisten da reingelegt haben, das ist scharf. Man hat die Möglichkeit, eine Alarmierung einzurichten, wenn sich da drin was bewegt, wenn die ersten Vögel kommen, oder auch wenn sich vielleicht Wespen einnisten. Ein Wespennest ist sicher auch interessant zu beobachten. Dann sendet die App eine Push-Nachricht und schon kann man sich das Live-Bild anschauen. Also, wie gesagt, der Linsentausch, der auf 5 bis 10 cm fokussiert, ist sinnvoll, hat was gebracht und eigentlich kann ich aufgrund der Größe der Kamera, aufgrund der Winzigkeit eigentlich und der Bildqualität und des Preises sie absolut empfehlen. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was es tatsächlich so alles gibt, wenn man sich richtig informiert. Also, wer Interesse hat, schaut euch die Kamera an. Es ist ein Affiliate-Link auf Amazon verlinkt. Schaut euch den Preis an. Vergleicht mit anderen echten Nistkastenkameras und zieht euer Fazit daraus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, da geht es mit der Sitzbank für den Flugplatz weiter. Leider kann ich im Moment nicht in die Werkstatt, weil dort Bauarbeiten am Parkplatz vor meiner Eingangstür stattfinden. Das ist seit 2 Wochen eineinhalb Meter hohe Stufe in meine Werkstatt rein, also nicht möglich und auch obendrein abgesperrt. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir uns demnächst mit dem zweiten Teil, mit dem finalen Teil vom Sitzbank-Video wiedersehen. Und bis dahin, wie immer, ciao!